So, liebe Freunde, willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Emperor, dem neuesten DLC und dem Österreich-Patch. Brandenburg auf dem Weg zum Königreich Preußen. Das erste haben wir gemacht, und zwar hier oben komplett Wolgast an der gesamten, naja, nicht gesamte, also gesamte Wolgast eingenommen, nicht die gesamte Ostseeküste. Und Stolp natürlich auch, die erste Provinz, die in Reichweite war. Und Voraussetzung für die Gründung Preußens. Dann fehlt noch ein Danzig-Königsberg. Ihr seht schon, ich habe das Spiel wieder etwas schöner gemacht, aufgehübscht. Und zwar sind die ersten Mods aktualisiert. Und ich werde dann auch jetzt hiermit weiterspielen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. Mit dieser Mod kann ich gerne nochmal verlinken, was ich heute aktiviert hatte. So, und dann machen wir weiter. Ich glaube, die Integrierung der Staaten läuft. Da muss ich gerade mal gucken. Überdehnung. So, Kernprovinz können wir hier auch nochmal machen. Ja. Das läuft also. Die neu eroberten Gebiete werden wir jetzt zu Kernprovinzen machen. Die Armee werden wir dann zurück nach Berlin holen. Dann werde ich erstmal ein bisschen auch die Kosten senken. Wahnsinnig viel Geld eingenommen durch den Krieg. Da ist ein bisschen was rauszuschlagen gewesen. Das war sehr, sehr gut für uns. So. Und dann gucken wir mal weiter hier. Zu wenig Rivalen, ja. Deutscher Orden ist natürlich auch klar. Braunschweig, Polen. Der Kampf Dänemark läuft nicht mehr. Wir sind noch verbündet mit Livonischer Orden und Böhmen. Tja, dann werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, den Deutschen Orden auch machen. Der hat eine größere Armee. Das ist ja interessant. Dänemark, Mecklenburg könnte man auch mit Werden. Und Ostfriesland, das ist da und Werden ist daneben. So, die haben 3000. Mecklenburg hat 13 Schiffe. Nicht schlecht, die brauchen wir aber sowieso nicht. Dann will ich noch mal kurz gucken, was war das hier? Die Verbündeten noch mal kurz angucken von Mecklenburg. Ostfriesland. Die haben also 3, die haben 4, sind 7. 7 und werden 3. Also das sollte auf jeden Fall klappen, theoretisch, wenn wir die angreifen möchten. Die Mecklenburger hier. Und dann geht es natürlich auf meine Heimatprovinz in Neubrandenburg, das zu erobern. Was steht denn hier? Muss doch auch Neubrandenburg denn eigentlich drinne stehen. Es ist ja genau Neubrandenburg. So, aus geschichtlichen Gründen, das stimmt eigentlich, da muss ich dem lieben Steinwein zu stimmen. Neubrandenburg ist die drittgrößte Stadt, also aktuell in Mecklenburg, aber aus geschichtlicher Sicht ist eher, ja, die ganzen Ländereien und die Geschichte um Strelitz, die sind viel interessanter, auch die Monarchen und die Monarchinnen sind da doch historisch interessanter. Und deswegen würde ich auch eher zustimmen, dass Neubrandenburg, vielleicht haben sie das wegen der Größe reingenommen, ich bin nicht genau sicher, oder wegen dieser zentralen Lage, ist ja direkt zwischen Rügen und Berlin. Und also hier nicht ganz, aber im Grunde, in echt ist das theoretisch so. Weiß ich nicht, da wäre Strelitz angebrachter gewesen. Gut, machen wir mal weiter. Die Armee läuft zurück. Zu wenig Rivalen, ja. Machen wir den Deutschen Orden. Wir werden uns darum bemühen, sie auch anzugreifen. Wie gesagt, Livonischer Orden, okay. Sie haben 15.000 Mann, 17.000 sind 32, sind genau 40.000 Soldaten. So, Lüneburg. Sachsen-Lauenburg, meine ich. Da werde ich erstmal die Beziehung verbessern. Es gab einen Krieg. Ja. So, Personalunion bei Tod des Monarchen. Wir haben keinen Erben. Das müssten wir jetzt mal langsam hinbekommen. Ich denke aber, das geht. Neun Erben ernennen. 20 Prestige. Legitimität. Oh, die sinkt natürlich. Illegales Reichsterritorium. Das müssen wir dann. Warte mal, da will ich nochmal gucken, ob da ein Modifikator drauf ist und wann der weggeht.
Haben wir das gegenüber hier? Aggressive Expansion minus 15. Nee, die sehen das also nicht an als illegales Territorium, was uns sehr, sehr weiterhilft. Gut, setzen wir erstmal hier jemanden ein. Unruhe global, Missionarsstärke. Machen wir doch mal Unruhe. Das ist okay. Entscheidung. Akt zur Religionsverbreitung. Macht das so ein Verbrechen für Diener und ähnliche, unsere heilige Bibel zu lesen? Dieses Recht soll dem Klerus und Adel vorbehalten sein. Theologe. Missionarsstärke. Ja, das will ich ja nicht. Das will ich nicht, weil ich ja mich auch konvertieren möchte gerne. Oh, Handel ist aber ganz schön runtergegangen. Mal gucken. Schiffe haben wir keine. Oh, wir können aber hier tatsächlich was machen. So, das ist klar. Verluste erlitten. Neue Armee kann ich jetzt noch nicht aufstellen. Ich will mal gucken, ob ich die upgraden kann. Ne, ist hier noch nicht drin. Okay. Elbe Armee. Gut, Freunde. Ich würde sagen, machen wir auch erstmal weiter. Und, ach so, da muss ich nochmal kurz Stopp machen. Ich will natürlich gucken, dass wir hier, ja, Einfluss haben. Zwei. Wir sind da nicht schlecht. Müssen uns aber ein bisschen strecken hier. Aggressive Expansion muss natürlich erstmal runter. Als Bündnis anbieten können wir nicht. Doch. Das wollte ich auf jeden Fall auch. So, und dann können wir auch die Beziehung weiter verbessern, genau. Kernprovinzen dauern eine Weile. Deutscher Orden. Sehr schön. So, falls, die stimmen auch für uns. Sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Kaiser zu werden, wenn der Habsburger stirbt. So, Beziehung verbessern machen wir. Dann haben wir jetzt noch einen. Sachsen-Lauenburg, ja. Ist ein normaler Reichsfürst, kein Kuhfürst. Minus 119. Berater. Staatenarmee. Ich denke, die Staaten. Lass mal kurz gucken. Steuereinnahmen, wenn die. Wenn die dann zu Staaten werden, sind sie, glaube ich, auch ertragreicher. Und das wollen wir natürlich selbstverständlich machen. So, wenn die dann wieder vollständig ist, dann werde ich die Armee wohl erhöhen. Und zwei Regimenter. Oh, was ist hier los? Stettinische. Stettin ist kein gültiger Rivale mehr. Partikularisten. Warum? Böhmen, Dänemark, Mecklenburg. Polen, Sachsen. Aber Sachsen hatte ich doch auch schon, glaube ich. Nee. Wie ist denn die Meinung? Deutscher Orden, Stettin, Aachen, Lübeck. Stettin, Deutscher Orden. Mecklenburg. Machen wir mal Mecklenburg. Das ist für uns einfacher. Missionen. Gut, wie gesagt, es dauert hier noch ein bisschen, bis das integriert ist. Geld. Naja. Dänemark, Polen, Braunschweig. Bin noch gespannt, was hier passiert. Ich würde aber wirklich gerne ja, den deutschen Orden schon angreifen, aber gegen Böhmen ist das nicht möglich. Und selbst der deutsche Orden alleine hätte hier ein Problem, wenn ich da theoretisch Krieg erkläre. Sachsen-Lauenburg, okay.
Ja, Österreich, Köln, die haben da kein Interesse dran. Und die haben auch nur nichts an Armeen. Zu wenig Rivalen. Ist schon wieder rausgefallen. Aufgebracht. Da würde ich eigentlich Sachsen nehmen. Die Sachsen. So. Jetzt muss ich mal gucken, was wir als nächstes tun können, außer hier das Aufrechterhalten. Das werden wir gleich weiter verbessern. Das sieht im Moment für uns gut aus. Aber als Moment, können wir hier nicht weiter? Wir sind noch mit denen verbündet. Wir müssen noch da 100. Können wir da nicht auf 200 gehen? Dann abberufen. Der ist 38. Das heißt, der Kaiser wird natürlich noch eine ganze Weile bei uns bleiben. Normalerweise, wenn nichts weiter passiert. Davon gehe ich einfach mal aus. Die geben uns ein bisschen an Einkommen. Handel ist echt nicht so prall. Was haben wir hier? Diplomaten, Missionare. Das ist, glaube ich, automatisch aktiviert. Inflation. Nicht viel. So, dann werde ich hier erstmal wieder alles senken. Armee und auch die Festung. Da sind wir erstmal bei 1 plus. Das ist okay, dass wir ein bisschen an Rücklagen aufbauen können. Der Schnee ist auch zu sehen. Das sieht man ganz gut hier. Auch in dieser mit dieser Mod. Sieht ganz hübsch aus. So. Aha. Da ist es jetzt also soweit. Das ist das, was ich vermutet habe. Burgundische Eroberung von Lüttich. Das ist nämlich das, was ganz, ganz oft passiert, weil Burgund eben hier so langsam die Reihen schließen will. Ja, und Österreich-Oldenburg-Trier. Und der erste Krieg beim, ich glaube, das war beim Angespielt, da hatte Österreich und ich natürlich auch verloren. Das war ganz interessant, weil Burgund, ja, da doch schon gut agiert hat. Burgund, Nevers, Brabant, Flandern und Holland. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, denn Lüttich 0, 17.000, aber auch nur 7.000 Rekrutenreserve. Gut, wir haben auch nicht viel. Nehmen wir natürlich an, was der Kaiser befiehlt, müssen wir tun. Sonst wird es schwierig. Das heißt, wir müssen das auch wieder hochfahren. Zumindest die Armee, genau. Kriegssteuer erheben. 2. Läuft das jetzt oder nicht? Doch. Kriegssteuer erheben ist drin. Ich glaube, das brauche ich dann auch gar nicht weiter groß machen. Die 12.000. Ich würde sagen, ich hebe mal aus. 25, 50 kostet. Das ist schon ganz schön viel. Da. So, Marktplatz. Da wollen wir natürlich auch einiges bauen an Gebäuden später. Das ist ganz wichtig. Dazu müssen wir noch ein bisschen weiter sparen. Und wir gucken mal, mit wem wir hier alles im Kampf sind. Ah, okay. Ich würde fast sagen, dass wir Richtung Österreich denn auch marschieren. Bin ich aber noch nicht ganz sicher. Ich will erstmal gucken, dass wir das hier gesichert bekommen, weil das in der Vergangenheit so war, dass wir auch gerne angegriffen wurden, weil sie ihre Chance gewittert haben. Ja, und Österreich müssen wir dann ein bisschen beschützen. Weil man sieht, dass hier, ja, verteilte mittelgroße Armeen. Jetzt hebt Österreich doch aus. Geschenk an den Staat, ganz wichtig. Der Adel und die Geschäftsleute des Reichs haben beschlossen, unsere gute Regierungsführung der letzten Jahre zu belohnen, indem sie der Staatskasse Geld spenden. Einige davon tun dies aus reinem Patriotismus, andere im Tausch gegen Ehrentitel und Positionen. Ja, sie brauche ich im Moment nicht. Die Dukaten sind viel wichtiger, danke. Sehr schön. So, auf die beiden Regimenter warten wir und dann, wie gesagt, müssen wir wahrscheinlich wirklich nach unten erstmal gehen und uns sammeln. Hier oben wird es schwierig. Sonst, ja, können wir die Kraft nicht bündeln und diese einzelnen Armeen, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, von Österreich.
Sehr schön. Was ist drin? So, es ist alles drin. Dann bin ich gespannt. Ich überlege gerade, was wir wirklich tun. Warte mal, ich gehe nochmal hier hin. Brabant. Was ist denn hier unten für Armeen? Das ist halt wirklich nicht so einfach. Wenn die auch rüber marschieren, wird das schwierig. Hier sind 17.000. Mutige Kämpfer. 1-2-0 und 1-1-1. Ja. Wir gehen erstmal in die Pfalz. Marschieren erstmal rüber. Das sollte gleich durch sein, komplett. Kameradschaftsgeist. Die Belastung, die ein militärischer Lebensstil den Truppen auferlegt, kann unter förderlichen Umständen zur Entwicklung eines Geistes der Zugehörigkeit und der Zusammenarbeit führen, der die Streitkräfte stärkt. Während des jüngsten Konflikts mit Mailand haben wir deutliche Anzeichen dafür gesehen, dass unsere Truppen besser zusammenarbeiten und dass sie ein starkes Band der Treue und des Pflichtbewusstseins gegenüber der brandenburgischen Krone geformt haben. Ja, das vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen wäre. Das ist, was brandenburgische Truppen von anderen unterscheidet. Sehr schön, Professionalität. Das gibt uns hier ein paar Boni. Lass mal reingucken, hier oben. Und zwar, da sehen wir das schon. Kosten haben wir im Moment. Genau, kann Versorgungsdepots bauen. Das sind dann immer diese Meilensteine, die wir dann erreichen müssen bei der Ausbildung. Stralsund, Kolberg, Stolp. Und jetzt können wir die auch als Staaten gründen. So. Aber gab es nicht nochmal irgendwo... Acht Regierungslimit wiederum auf 37 bringt. Ja. Unterhalt, Einnahmen. Okay, das machen wir als nächstes. So, weiter. Wo ist unsere Armee? Dort. Hier sind nur Separatisten. Was ist denn da los? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch irgendwo reinmarschieren können. Kernprovinzen machen wir jetzt natürlich auch. Unterhalt, Einkommen erhöht wird. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig. Aber okay. So, ich muss mal kurz Stopp machen. Da ist Lüneburg. Mailand. Sind wir mit Mailand? Tatsächlich Mailand, ja. Deswegen auch das Event eben. Wo ist denn unsere Armee? Hier. Gut, hier ist schon wahnsinnig was los. Burgund. Vielleicht sollte ich mich hiermit anschließen, aber eigentlich nicht. Kroatien ist da drin. Hier ist Landshut mit drin. Sehr gut. Gut, hier oben wird eingenommen von uns. Und Holland. Das gehört uns. Also ist verbündet. Da muss ich halt gucken, ob ich nicht lieber zurückgehe. Das mache ich auch. Und das Land verteidige. Da will ich aber nicht durch. Das Schicksal... Ah, da ist es doch endlich. Jetzt ist das Event doch getriggert. 10 Jahre nach Beginn des Spiels. Sehr krass. Aufgrund fehlender Mittel und einer instabilen politischen Situation sahen unsere Vorgänger es als notwendig, die Lande der Neumark zuerst zu verpfänden und anschließend an den deutschen Orden zu verkaufen. Das Gebiet wurde jedoch einst von Siedlern aus Brandenburg beansprucht und die Bürger der Provinz behaupten nun, der Orden vernachlässige sie. Der deutsche Orden hat bereits versucht, die Neumark an den polnischen König zu verpfänden, doch die Bürger der Neumark haben diese Lösung abgelehnt. Solange der Orden gebührend kompensiert wird, haben wir allen Grund zur Annahme, dass der Hochmeister unser mögliches Angebot annehmen würde, die Provinz zurückzukaufen. Das werden wir auf jeden Fall machen. 100 für beide Provinzen hier oben. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das Schicksal der Neumark, ja. Sie gehören nun uns. Der Hochmeister hat unser Angebot angenommen und wird die Neumark für einen Pauschalbetrag an uns übertragen. Die Neumark wird wieder mit Brandenburg vereint. Das ist noch das...
Ja, also als Art Region, das ist natürlich Dramburg mit drin. Ja, Kernprovinz sofort, sehr schön. So, Meinung hat sich geändert, interessiert uns aber auch nicht wirklich. Und das ist sehr cool. Mission abgeschlossen übrigens auch, genau. Zeichen der Stärke. Das heißt, wir erhalten einen dauerhaften Anspruch auf Sachsen-Anhalt, Hannover, Weser und Ostfriesland. Sehr schön. Das können wir auch machen, die Neumark. Wir erhalten Anspruch auf Vorpommern komplett und Hinterpommern. Das wird uns natürlich sehr leicht helfen für die weitere Eroberung. Sehr, sehr schön. Wie gesagt, lass uns doch mal hier raufklicken. Jetzt sehen wir das nochmal. Das sind alle unsere Ansprüche komplett. Das ist sehr schön. So, und eine nächste Mission ist fertig. Pommersche Nachfolge. Wir haben einen Anspruch auf die Nachfolge im Herzogtum Pommern. Der einzige Weg, um sicherzustellen, dass unsere Ansprüche nicht vergessen werden, ist die gewaltsame Eroberung der Region. Sehr cool. Haben wir jetzt auch gemacht. Westpreußen, Ostpreußen, Mittelmark. Machen wir. So, und wir schalten nochmal kurz um. Und da seht ihr das, komplette Ansprüche jetzt. Sehr, sehr krass, wie das hier vorangeht. Sehr krass. Passende Musik natürlich. Ja, und dann können wir das theoretisch erklären. Köln wäre hier mit drin. Aber ihr seht schon, hier unten sind alles zusammengezogen. Können wir natürlich nicht machen. Österreich hat kein Interesse. So, wir sind auf dem Rückweg. Ich muss mal kurz gucken. Wir können noch ein Regiment dazu nehmen. Und dann werde ich auch das tun. Ich muss aber erstmal gucken, dass wir hier durchblicken. Nice. Dass wir hier durchblicken. Wir gehen erstmal dahin. Einen Kredit haben wir aufgenommen. Okay. Natürlich alles wahnsinnig teuer. Kriegssteuern habe ich ja jetzt auch schon. Sind jetzt hier schon Kriegssteuern drin? Doch, Kriegssteuern. Und trotzdem noch plus 7? Ja, schön. Kriegssteuern sind drin. So. Also, wir gehen erstmal hier hin und dann hier über Halle. Was ist denn da los? Nein! Trier ist schon gefallen an Burgund. Das ist nämlich das Problem. So schnell geht das. Ja, da wollen wir hin. Über Halle. Und Magdeburg in die Altmark. Unsere Gebiete verteidigen hier oben ebenfalls. Da sind sie schon auf dem Weg zurück. Ja, die werden wir gleich angreifen, glaube ich, oder? Nee, doch nicht. Mal gucken, ob wir jetzt reinkommen. Dann gehen wir doch mal hinterher. Wo gehen die denn so schnell hin hier? Das gibt's ja gar nicht. Aber die sollten wir jetzt kriegen. Ja. Da haben wir es. Flandern. Das gewinnen wir. Was ist hier los? Ja, da gehen wir auch mit rein. Jetzt kommen hier eine ganze Menge an Armeen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier tun. Ja, weil die aktivieren sich immer, wenn wir im Kampf sind. Da müssen wir ein bisschen gucken, wo wir uns platzieren. Da gehen wir erstmal hin und erobern unser Gebiet wieder zurück. Im Moment ist das besetzt. Nee, ist nicht besetzt. Sah nur so aus, ist es ein. Brandenburg erhebt Anspruch. Gut, weil wir einen normalen Anspruch haben. Eine burgundische Armee mit 2000 Mann. Okay. Hier oben ist nichts weiter aktiviert. Dann müssen wir tatsächlich mal hier wieder zurückgehen. Über Göttingen und versuchen hier mit reinzugehen. Plus 9, sehr gut für uns. Und wir versuchen dann wirklich auch unseren Beitrag zu leisten, obwohl wir hier wahnsinnig viel Geld aufnehmen müssen, Kredite aufnehmen müssen. So, und ich würde sagen, wir gehen hier mit auf dem Weg. Und zwar dorthin und erobern es einfach, obwohl hier unten natürlich diese 20.000, über 20.000 Mann stehen. Versuchen wir uns hier mit reinzuschließen. Das sollten wir doch hinbekommen.
Ja. Das geht soweit. Ich glaube, das ist immer noch dasselbe Event, ob ich das ausschalte. Ja, schalten wir aus. Genau, ist ganz unten. So, Freunde, wir machen aber hier eine Pause. Jetzt sehen wir hier nochmal die Übersicht. Und das sind halt die Kriegsparteien. Ja, und mit diesem ersten großen Konflikt machen wir Schluss für diese Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben viel erreicht mit den ganzen Ansprüchen. Da werden wir uns oben natürlich weiter gegen den Deutschen Orden bewegen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. The faithful are sheep that lack a shepherd.